Ansonsten alles mit einem lauten Ja bestätigen, nur die letzte Frage mit einem lauten Nein bestätigen, ja? Okay, ja. Ach so, ja? Ah, ja. Okay, ich starte jetzt das Gespräch. Okay. Schönen guten Tag, ich führe hier mit Sira und unserer Sicherheit nochmals einen Datenabgleich durch und zeichne dieses Gespräch auf. Bitte beantworten Sie folgende Fragen nur kurz mit Ja oder Nein. Okay. Sie haben die Zeitschrift für zu vertreffen und haben jetzt einen Preis von 45,50 Euro, halbwegs und selbst für im Konto halbwegs abgebucht, ja? Ja. Und ein zusätzliches Geschenk erhalten Sie von uns einen Reisegutschein im Wert von 150 Euro, ja? Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Wurden Ihnen darüber hinaus von unseren Mitarbeitern eventuell noch weitere Zusagen, wie zum Beispiel die Barauszahlung des Reisegutscheines gemacht? Nein. Prima, ich bedanke mich. Ich wünsche noch... Eines halte ich noch. Tag. Ja, haben Sie eigentlich Analsex-Erfahrungen? Bitte? Ob Sie Analsex-Erfahrungen haben? Nein. Nicht? Ach so, okay. Nee, warum fragen Sie sowas? Nee, es ist nur nebenher, ist mir noch eingefallen. Ach so, Sie haben dazwischen gesprochen, deswegen muss ich dieses Gespräch von vorne zeichnen. Wir waren doch schon fertig, habe ich gedacht. Das war doch am Ende. Ja, aber man darf nicht dazwischen sprechen bis zu diesem Tschüss. Ach so. Ne? Ja, ja, normalerweise muss man am Ende Tschüss sagen, dann ist das auch Tschüss, ne? Aber Sie haben jetzt dazwischen geredet. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Was Sie mich gerade gefragt haben, wurde auch aufgenommen. Das ist ein bisschen unverschämt, ne? Wieso unverschämt? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich wollte nur mal fragen. Ach so. Ja, ja, nee, mir gegenüber ist das nicht unverschämt. Ich meine, weil dieses Gespräch mit der Datenschutzverbraucherzentrale geschickt. Ach so. Und wenn die sowas hören, ne, dann denken sie auch. Ach so, ja, stimmt. Also, aber Sie haben gesagt, Sie haben keine Erfahrungen, oder? Ja. Nee, ich habe keine Erfahrungen dabei. Ach so, okay. Also haben Sie, sind Sie eigentlich schon liiert? Bitte? Ob Sie schon liiert sind? Bitte? Ach so, das war ein Fremdwort, Entschuldigung. Nein, ich meine, ob Sie einen Freund haben. Ja, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Ach so, ach, das auch noch. Ja. Weil sonst hätte ich gedacht, wir können uns vielleicht mal treffen oder so. Zum Kennenlernen. Ja, okay. Also nicht? Ich hatte das Gespräch von vorne, ja? Ja, okay, gut. Weil können wir nicht vielleicht ins Hotel gehen vielleicht, dann... Lassen wir uns Flasche Champagner, dass wir vielleicht aufs Hotel gehen oder so und lassen wir uns Flasche Champagner aufs Zimmer kommen. Nur mal so zum Kennenlernen. Nee, danke. Ich hab mal, ich mach sowas nicht. Ach so, okay, gut. Also. Ich bin treu. Ach so, das auch noch. Ja, ich starte jetzt das Gespräch, ja? Okay, gut. Und diesmal nicht fragen oder so? Ja, ja. Also okay. Bis Sie Tschüss sagen, oder? Ja, genau. Okay, dann machen wir es so. Schönen guten Tag. Ich führe hier mit Sira und unserer Sicherheit nochmal als einen Datenabgleich durch und zeichne dieses Gespräch dafür zu Qualitätssicherungszwecken auf. Okay, bitte beantworten Sie folgende Fragen nur kurz mit Ja oder Nein. Ja? Ja. Also, Sie haben die Zeitschrift dazu für 12 Monate abonniert zu einem Preis von 45,50 Euro. Halbjährig in dieser Betrag wird von Ihrem Konto halbjährig abgebucht, ja? Und als zusätzliches Geschenk erhalten Sie von uns einen Reisegutschein im Wert von 150 Euro, ja? Kommen wir zur letzten Frage. Wurden Ihnen darüber hinaus von unseren Mitarbeitern eventuell noch weitere Zusagen, wie zum Beispiel die Barauszahlung des Reisegutscheines gemacht? Na, nein. Prima. Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Sie können auflegen. Okay, war's das jetzt? Ja, ja. Okay, wollen wir vielleicht Sie, Ihr Mann und ich einen Dreier machen? Bitte? Ja, wo wir einen Dreier machen könnten. Nee, ich mein Mann treu, ich mach sowas nicht. Ja, der wäre ja dann mit dabei. Nee, mein Mann macht bestimmt keinen Dreier. Ach so. Ja, aber irgendwas müssen wir doch jetzt machen, oder wir zwei? Bitte? Sie wollen unbedingt mit mir was machen, obwohl Sie mich jetzt nur durchs Telefon gehört haben? Ja, wegen Ihrer Stimme. Sie haben irgendwie so eine Besorgungserotik. Was habe ich für eine Stimme? Ja, so eine Besorgungserotik haben Sie in der Stimme irgendwie. Eine erotische Stimme. Also, Sie haben so richtig was verrucht. Das habe ich gedacht, wir können mal ins Hotel gehen oder so. Also ich würde ein Zimmer mit Kamin nehmen, lassen wir uns schön eine Flasche Wein aufs Zimmer kommen. Bei einem Kamin? Ja, ein Zimmer mit Kamin halt. Nee, danke. Ach so. Sie können jetzt auflegen, ja? Ja, dass wir uns vielleicht vor dem Kamin so ein bisschen Body-to-Body-Massage oder sowas. Oder schöne Hand. Body-Massage. Ja, schöne Handentspannung. Oder so. Nein, danke. Okay. Ich bin nicht so ein Typ, ja? Ah, okay, gut. Aber also das Gespräch ist ja aufgezeichnet worden, oder? Ja. Ah, okay. Bitte? Weil Sie sind ja auch damit einverstanden mit der Aufzeichnung, oder? Ja, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich würde es gerne auf YouTube hochladen. Was würden Sie gerne auf YouTube hochladen? Ja, das Gespräch. Warum möchten Sie das auf YouTube hochladen? Ja, damit die Leute was zu lachen haben. Also ich habe jetzt so viele Abonnenten und ich habe jetzt so einen Erwartungsdruck. Wissen Sie denn jetzt? Sie möchten das Gespräch auf YouTube hochladen, damit die Menschen mich auslachen? Ich meine, das ist doch nicht lustig. Sie haben mich ganz normal was gefragt. Ja, genau. Auf Analsex habe ich gefragt und Sie haben einfach nö gesagt. Bitte? Ich habe doch gefragt, ob Sie Analsex-Erfahrungen haben. Ja, ich habe gesagt nein. Genau. Das ist so, hab ich eigentlich aber das reicht den Leuten ja auch. Weil es ist so, die lachen mich aus, weil ich keine Erfahrung dabei habe, ja? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist ja eine traurige Welt und ein bisschen Spaß verbreiten kann man doch. Ja, nicht jeder hat Erfahrung damit. Was sollte man aber machen? Also als Erwachsene... Nein, es war Spaß. Natürlich habe ich Erfahrung. Ja, also, das denke ich mir. Ja, aber natürlich... Ich mache das nicht mit wildfremden Männern. Nein, du meinst ja, wir lernen es erst kennen. Aber ich meine, als erwachsene Frau, da kann man ja sowas auch mal machen.
Ja. Eben. Bitte? Ja, eben. Ja, wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin uralt, ich bin schon 29. 29 ist doch nicht alt. Ja, aber... Hey, Sie lügen! Boah. Sie haben mich eiskalt angelogen, wie soll ich Ihnen jetzt vertrauen? Ja, also wollen wir uns nicht mal kennenlernen? Doch, ich möchte Sie kennenlernen, ja, reicht mir jetzt. Aber was wollen wir denn machen, wenn wir uns sehen? Ja, wir können uns erstmal im Internet kennenlernen, ein bisschen chatten oder so. Chatten? Ja. Ja, ich kann nicht chatten, mein Mann kontrolliert immer meinen Messenger. Oh. Da haben Sie eine glückliche Ehe. Warum vertraut ihr ihnen nicht? Haben Sie immer Nahsex mit anderen Männern? Ja, nein, wenn mein Mann sieht, dass ich mit wildfremden Männern schreibt, dann schlägt er mich kaputt. Dann liege ich morgen im Krankenhaus. Das heißt, er vertraut Ihnen nicht? Ja, nein, der schlägt mich dann. Ey, ja, wollen wir das nicht ein pädophiler, perverser alter Mann.